Wir haben im letzten Video hier ein bisschen ausgeräumt. Für mich ist das der gleiche Tag. Für euch ist aber der Tag Nummer 4 des Adventkalenders 2023. Die Regale kommen auch erstmal weg. Und dann kommt auf jeden Fall dieses Regal hier erstmal komplett ausgeräumt, wird der andere Regal dahin gebaut. Das dauert hier erstmal und ich werde euch natürlich in Zeitraffer reinsetzen und auch vielen Dank schon mal an einen Kollegen, der hier hin und wieder hinter der Kamera ist. Ich werde das noch öfter erwähnen. Der Michael, der auch schon in den vergangenen Jahren bei den Adventkalender-Videos mitgeholfen haben hat und auch dieses Jahr wieder mit dabei ist. Und deswegen für Beleuchtung, für Technik und Co. gesorgt hat, dass da alles reibungslos läuft. Ja, da heißt, ich mach mich startklar. Let's go! Den Einschrank abgebaut habe und den neuen auch schon aufgebaut habe, geht es für mich jetzt für den Kleiderschrank an den Kragen. Also ausräumen, abbauen und dann nur noch raustragen. Das war ein bisschen schwierig, weil alleine so einen 1,80 Meter Schrank rauszubringen, knapp 2 Meter, war ein bisschen schwierig, aber am Ende hat das alles geklappt. Als nächstes noch ein paar Umzugskarton aufbauen und die ganzen Ordner erstmal da reinbringen. Und erstmal alles, was im Regal noch drin war, rauszutragen. Ja, dann nur noch die Regalbretter abzubauen und das war dann eigentlich auch schon. A storybook, one she hasn't read. Now I think I'll leave to you what to give a rest. Choose for me, dear Santa Claus, what you think is best. So, nachdem hier wieder relativ frei ist und es halt auch schon wieder so stark, das war mir da nicht so bewusst, wenn auch einmal hier so eine Ecke draußen ist, da auch einmal so halt, ich bin da so ungewohnt. Auch einmal sind hier Sachen weg.